Stunda. Was tickerst du denn da? Warte, ich weiß den Begriff gar nicht dafür. Das heißt Clickfrauding. Ist so. Was wird? Ich abonniere unseren Kanal. Wir sollen ja Da bist du manchmal das immer einer, sagen. bist du einer von den sage und schreibe so viele Leuten, die wir brauchen, die wir jetzt endlich erreicht haben, damit wir unserem Kanal einen Namen geben können. Ne? Ja, wir haben jetzt, also wir sind jetzt über der 100. Ja? Aber lass uns dann nochmal einen Tag warten, bis wir das dann halt erledigen. Ne? Aber wir freuen uns. Anderthalb Jahre, ja, harte Arbeit für 100 Abonnenten. Vielen Dank, liebe Community. Und wenn ihr mögt, wenn ihr noch nicht geklickt habt, lasst uns diesen Like bzw. das Abo auch. Lasst uns das Abo da. Ich finde das so peinlich. Mach weiter. Ich finde das so peinlich, aber klick. Okay. Alles klar, abonniert uns. Abonniert uns. Aber nichtsdestotrotz, ist ja auch so fürchterlich heiß. Ganzen Tag schon. Also wir haben ja eben schon gehört, Geruchszoom sollte nicht erfunden sein. Ja, das Duftoskop aus Futurama gab es auch noch. Damit konntest du in den Weltraum reinriechen. Aber nichtsdestotrotz, ist fürchterlich heiß. Das bringt uns nämlich zum Titel unserer 23. Folge von Wunschwort FM. Es ist nämlich hitzefrei. Und hitzefrei ist eine wunderbare Einsendung. Wir haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wieder gefragt, was für ein Wort es geben könnte. Und da hat uns in einem süßen kleinen Video die liebe Claudia Thiele, mit der Christian wir schon mal in Bielefeld im Stadion waren, witzigerweise, das ist aber eine andere Geschichte. Claudia Thiele hat uns dieses wunderbare Wort mit auf den Weg gegeben, hat sich dabei selber, glaube ich, ein erfrischendes Getränk in die Kamera halten lassen. Wir haben, glaube ich, dieses Mal gar kein Getränk dabei. Ne? Ich schon. Also ich habe auch eins, aber das ist, wenn man sich selber die... Das ist alles, wenn man kein Sponsor. Ist. Kein Sponsor dieses Mal. Ich habe mir aber was ganz, ich habe mir ein, ich mache trotzdem Werbung für irgendwen, den ich nicht kenne, für das Bura Brew. Okay, ich trinke helles Pülleken. Ah, das ist gut, aus der Familie von Feltins. Feltins, falls du das hörst. Nichtsdestotrotz, wir haben Gäste, Christian. Ja, aber da wollen wir noch gar nicht. Ich muss noch was aufdecken. Ich möchte endlich Wunschwort investigativ machen. So, und bevor wir das machen, ein kleines bisschen Struktur brauchen wir noch. Wir wollen ja noch erklären, was wir eigentlich machen. Also, was ist diese Sendung überhaupt? Du kannst es diesmal erklären, ganz kurz, und dann entdecke ich auf. Okay, das habe ich noch nie gemacht. Deswegen, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, probiere ich es mal schnell. Wir sind eine wunderbare kleine Musik-Talkshow, geboren aus den Untiefen der Corona-Pandemie. In der ersten Welle war uns beide nämlich langweilig. Da haben wir es aus der Taufe gehoben. Wir sprechen über Musik und hangeln uns da immer mit unseren Gästen entlang an einem Wunschwort, das unsere Gäste einschicken oder einsenden oder irgendwie einreichen. Und dieses Wunschwort war schon, ich weiß, das hatten wir schon, die Lieblingsstadt. Wir hatten schon... Flossdance und jetzt eben hitzefrei. Und so hangeln wir uns immer durch unsere kleinen Sendungen, haben dann noch ein paar kleine Add-ons angebaut und sprechen vor allen Dingen so ein bisschen Buddy-Talk-mäßig über Musik, so wie man sich, wenn man sich abends gegenseitig Musik vorspielt und sagt, ey, kennst du das noch? Genau. So, vom Feeling her, verstehst du? So geht das aus. Ja, genau, das vom Feeling habe ich auch ein gutes Gefühl. Denn ich wollte ja was aufdecken. Vielen Dank, dass du das mal übernommen hast jetzt gerade. Ich möchte was aufdecken. Ich habe nämlich in der wunderbaren Lokalzeitschrift Standort 38 aus der wunderschönen Region Braunschweig-Wolfsburg, ich habe ein Interview mit unserem Kumpel und Freund der Sendung Stefan Muhle, Staatssekretär, gelesen. Und er wurde dort gefragt, Sie werden in den Medien unter anderem als Mr. Digitalisierung bezeichnet. Was halten Sie davon? Und er antwortet, neulich hat jemand Captain Future gesagt, Klammer auf, lacht. Und liebes Publikum, ja, das müssen wir jetzt hier einfach aufdecken. Wunschwort deckt auf, setzt euch zurück, denn das ist auch die Überleitung zu unserem ersten Gast, der sich danach schon mal bereithalten kann. Also jetzt kommt die Auflösung. Wir schalten zum Videoschiedsrichter. In den Keller in Köln. Okay, reicht. Captain Erkannt. Future. Der Erkannt. Digitalisierungs-, der Staatssekretär für Digitalisierung in Niedersachsen, Stefan Muhle. Was verbindest du mit diesem Song, Stefan? Da kennst du den überhaupt? Das ist die erste Frage. Super, dass da stand, was das ist, Captain Future. Tatsächlich hätte ich das nicht gekannt, als das lief. Ich glaube, ich durfte kein Fernsehen gucken. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Meine Großeltern, die haben oben bei uns gewohnt. Und wenn wir irgendwas gucken wollten, dann musste ich immer nach oben gehen. Aber die haben nicht Captain Future geguckt. Die haben die Bücher von nebenan oder sowas. Ah, aha. So. Endlich mal was aufgedeckt. Und weißt du was? Weißt du, wer uns in dieser Sendung anmoderiert hat, als wir das ausgestrahlt haben? Ich habe so eine Ahnung. Nämlich so wie wir investigativ sind, ist der jeden Tag im Prinzip investigativ. Das ist nämlich der Chefredakteur, einer der beiden Chefredakteure des Politikjournals Rundblick. Und ich kenne
diesen lieben Gast, dessen Name ich gleich sage, schon ganz, ganz lange. Wir hatten ja das letzte Mal, nee, das vorletzte Mal schon den ehemaligen Antenne-Nachrichtenchef dabei. Und wenn man in Niedersachsen natürlich Antenne in die Sendung holt, muss man sich später auch nochmal FFN-Nachrichtenchefs in die Sendung holen. Das war dieser Gast nämlich auch schon. Hat eine lange Karriere schon hinter sich, macht aber auch viel im Bereich Podcast, hat jeden Sonntag hier den grünen Oberbürgermeister Berit Onay im Gespräch. Und ich würde sagen, wollen wir mal reinlassen? Meine Damen und Herren, wir präsentieren Martin Brüning. Hi Martin. Ich glaube, das bin ich. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben uns überlegt, müssen wir fragen, ne? Thema der Sendung ist hitzefrei. Wann ist denn das letzte Mal, dass du entweder aus der Schule oder aus dem Büro wegen Hitze türmen musstest? Schule ist echt lange her. Also ich bin ja unfassbar alt, das weiß ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich, dass ich vor 2 Jahren, da hatten wir noch keine Klimaanlage auf unserer Büroseite. Auf der anderen gibt es sie übrigens bis heute nicht. Schönen Gruß an Thomas Lader. Aber da war es wirklich so, dass die Sonne knallt dann ab 12 Uhr auf unser Dach und dann heizt sich das im Nu auf. Und dann hatten wir im Sommer auf unserer Büroseite 40 Grad. Und dann bin ich wirklich auf die andere Seite des Flurs, also einfach wirklich nur eigentlich 10 Meter weiter nach rechts, denn da waren es nur 36 Grad und das waren satte 4 Grad weniger. Und das war ein herrliches Arbeiten bei 36 Grad. Das ist die Seite, auf der Thomas Lader arbeitet, ne? Genau, das ist die Seite und der hat auch noch keine Klimaanlage und ich war letztens erst in seinem Büro und dachte, das ist übel, was er durchmachen muss. Ich müsste ihn vielleicht mal einladen auf meine Seite, denn bei mir rattert in diesen Tagen natürlich wieder die Klimaanlage. Heute nicht, heute war einfach nur das Fenster offen, heute war es okay, aber die letzten Tage war es übel. Wann warst du denn eigentlich das letzte Mal, wann bist du denn das letzte Mal nach Hause gegangen, Christian, als es zu warm war? So, dann hole ich schon mal den nächsten Gast rein, der überlegt. Los, ist fahrlich, geh nicht nach Hause. Genau, dann geh nicht nach Hause. Mein Gast geht auch nicht nach Hause, weil ich freue mich total, einen Menschen hier zu Gast zu haben, der mich jetzt irgendwie schon die letzten Jahre begleitet und ich begleite ihn. Andreas ist nämlich, wie sagt man es so schön, Handwerksjournalist, Influencer in der Handwerksbranche, Kinderbuchautor, Fotograf und wie ich gelernt habe, auch ein großer Musikliebhaber. Und Andreas, ich freue mich total, dass das klappt, dass du hier mal zu Besuch bei uns in der kleinen Sendung bist. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Herzlichen Dank für die Einladung. Hallo in die Runde. Hi. Hi, Andreas. Was Andreas auch mitbringt, ist das gleiche wie Martin, das gleiche Schicksal. Er hat uns nämlich auch schon mal angekündigt. Wir sind nämlich auf der Veranstaltung Messeboot im Dezember zum Abschluss nach 8 Stunden Livestreaming ist noch Wunschwort gespielt worden. Es waren noch genug Zuschauer da. Andreas, an dich die gleiche Frage. Das ist so auf dem Weg nach oben, Christian. Auf dem Weg nach oben macht man erst solche größeren Messen, dann irgendwann Hannover Messe und irgendwann wahrscheinlich in 3 Monaten machen wir so Möbelhauseröffnungen. Nee, ja, genau. Die Antwort wird dann immer so sein. Ne? Ja, wir haben natürlich die Clubs als erstes gemacht und dann haben wir so ein bisschen in den Stadien experimentiert und haben dann hinten raus gemerkt, Mensch, komm, in den Clubs ist die Stimmung einfach besser. Ne? So, und wenn wir dann ein Restaurant auf Mallorca aufgemacht haben, dann weißt du Bescheid in Pagera. So, aber die Frage, Andreas, an dich, jetzt so ein richtig schön, so jemand, der einen handwerklichen Hintergrund hat, der geht doch eh nicht nach Hause, wenn es zu warm ist. Er geht nicht nach Hause, nee. Also es ist so, ich habe 25 Jahre auf dem Dach gearbeitet, Metalldächer gemacht. Ich liebe es, wenn es heiß ist und es kann nicht heiß genug sein. Das ist genau mein Wetter. Also ich setze mich da hin und auch wenn ich schwitze, ich finde es cool. Aber ich zeige euch mal, was die Kollegen draußen auf den Dächern machen, anstatt hitzefrei. Ich habe hier was zufällig dabei. Das ist ein Schaleisen. Was man immer so unter dem Sofa liegen hat, ja? Ja, genau. Wenn ein Einbrecher kommt. Aus Eisen geschmiedetes Werkzeug, das man braucht, um Metalldächer zu bauen. Und wenn das dann auf dem Metalldach rumliegt, dann werden diese Werkzeuge schon mal 60, 70 Grad heiß im Sommer. Und dann kannst du die nicht mehr anpacken. Und was machen die Jungs? Die nehmen sich in Eimer mit Eiswürfel rein, Wasser rein, Getränke rein, Werkzeug rein und dann wird weitergearbeitet. So einfach geht's. Dann ist das Werkzeug hitzefrei. Die Jungs selber haben kein hitzefrei. Und deswegen an der Stelle nach draußen großen Respekt an alle, die das da draußen aushalten. Ja, also ziehe ich auch meine Mütze für den Respekt, weil meine Tastatur, die wird nicht so glühend, ne? Außer ich schreibe mal irgendwann schnell. Das ist aber auch unser Stichwort. Wir wollen ja in diese liebevolle Sendung einsteigen. Wir haben im Vorfeld gelost in der Redaktionskonferenz, ja. Und Martin, dein Song hat gewonnen. Super. Ich würde vorschlagen, wir hören mal rein. Soll ich noch ein bisschen danach laufen lassen oder geht es dir im Kern um den Song? Nein, mir geht es natürlich nur um den Song.
Gut, dann hören wir jetzt in diesen Song rein, setzt euch zurück und dann sind wir gleich auf das, auf das gespannt, was Martin sich dabei gedacht hat. Jetzt kommt Hochkultur. Hallo Leute, es sind Ferien, alle machen blau von Flensburg bis nach Oberammergau, denn es sind Ferien und mit viel Tamtam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm, unser Ferienprogramm. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Tag des Ferienprogramms für Kinder. Hat geklappt, wir haben es extra geprobt, wir wollten was zusammen machen. Jetzt geht's einzeln weiter, wir begrüßen auch recht herzlich die Gäste hier im Studio, Kinder aus Garching. Unsere musikalischen Gäste kommen heute. Das mit dem Applaus hat nicht so gut geklappt. Und sie heißen. Nee. Ist das Anke Engelke gewesen? Ja, ne? Das war Anke Engelke rechts, ne? Das war Anke Engelke, in der Tat. Ja, Martin, danke, dass du etwas ausgewählt hast, was uns hundertprozentig nicht in den Upload-Filtern hängen bleibt, weil es A unter einer Minute ist und B, glaube ich, da wird da keiner mehr großartig hinterher sein. Wie kommst du denn auf den Kram? Was ist die total Geschichte? Lustig. Ich meine, als ihr hitzefrei gesagt habt, habe ich gedacht, also eigentlich muss man da ja in seine Kindheit zurückgehen, als das Wort hitzefrei wirklich noch eine Bedeutung hatte, schlicht und einfach. Ja, Schule aus. Und ich habe wirklich an die irrsten Sachen gedacht, aber irgendwie war nicht so richtig cool. Und dann kam meine Frau und ich sagte, das Wort ist hitzefrei. Und sie sagte, naja, ist doch ganz klar. Hallo, Leute, es sind Ferien. Und habe ich gesagt, ja, stimmt, genau das ist es. Sommer, Hitze, 6 Wochen hitzefrei und andere Leute klettern auf Bäume und ich sitze vorm ZDF. Was ich total geil finde, ich kann mich an diese Sendung null erinnern, aber ich konnte das Lied mitsingen. Ja, aber ich konnte das Lied mitsingen. Also das ist... Und so alt kann es nicht sein, wenn da Anke Engelke noch steht. Unsere Kinder können das auch, aber auch nur unseretwegen, nicht weil es diese Sendung noch gibt oder sie das in irgendeiner Form kennen. Und ich muss dir auch ehrlicherweise sagen, ich wusste selber nicht mehr so genau, dass Anke Engelke da dabei war, weil mich haben im Prinzip diese Moderationen und diese Talks, die haben mich nie so interessiert. Ich habe da vor allen Dingen geguckt, weil da kamen dann 5 Freunde oder Lindbad oder TKKG, also diese Sendungen, die es da damals gab. Und die haben mich dann vor den Fernseher gezogen. Ich kann mich total gut erinnern, letzter Satz, ich fand dieses, wie sie dieses Wort Information gebrochen haben. Das ist irgendwie bei mir immer total hängen geblieben. Ja. Also als du mir das bin ich Journalist geworden. Wegen dem Wort Information oder? In diesem Lied. Und guck bis heute auch nur ZDF. Also einen anderen Sender gibt es, glaube ich, in meinem Fernseher. Ja, dann ist das die Aufforderung an das ZDF, sich jetzt doch mit Martin zu beschäftigen. So wie wir ja irgendwann auch beim WDR abends im Sonntagsprogramm laufen werden. Vielleicht, ich dränge mich jetzt mal vor. Als du mir das geschickt hast, hat es bei mir so Knall im Kopf gemacht, weil ich auch genau das Ding, also wir haben das so, das fing ja, glaube ich, immer um 14 Uhr oder sowas, fing das ja an und dann zog sich das ja und dann, wir waren aber immer beim Sport und beim Schwimmbad eigentlich und den Anfang, den hast du dir halt angeguckt. Was ich halt total geil finde, ist so dieses, das ist ja fast wie BDR-Fernsehen hier bei Adi und machst Nachbar besser von der Ernst-Thälmann-Gesamtschule, ja, wie die da drin stehen und so, ihr jetzt alle mal lachen. Stell dir das mal heute bei Togo vor, die Sendung, ja? Das hätte nochmal richtig Kaliber mit den Ehrlich Brothers. Ja, aber du darfst nicht vergessen, es waren halt die 80er. Ich habe heute nochmal überlegt, wie das damals eigentlich war bei mir. Ich meine, es gab ARD und ZDF. Als Westberliner hatte ich natürlich einen großen Vorteil. Es gab noch DDR 1 und DDR 2. Also ich hatte ja schon satte 4 Programme. Ich weiß gar nicht, ob es SFB 3 damals überhaupt schon gab. Und das heißt, diese ganze mediale Erfahrung, diese Fernseherfahrung, dass Kinder schon wissen, an welchen Stellen sie klatschen müssen, das gab es ja überhaupt nicht. Und genau so stocksteif sah das Ganze auch gerade aus. Ne? Und auch diese Gäste, die sie da hatten, diesen Flugkapitän und so andere, das war ja alles irgendwie wie hingestellt und nicht abgeholt. Das war eigentlich total strange aus heutiger Sicht, wie das aussieht. Aber damals war es halt irgendwie doch ein heißer Scheiß, ne? Gut. Andreas, bist du damit groß geworden? Nee, gar nicht. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört. Ich habe es am Rand so ein bisschen mitbekommen. Aber ich glaube, ich bin der Dienstälteste heute Abend hier. Vielleicht liegt es daran. Und ich habe aber ein bisschen recherchiert. Hitzefrei und Ferienprogramm und so, es passt ja zusammen. Habt ihr eine Ahnung, warum es ab 1980 viel weniger hitzefrei gab als vorher?
gesetzliche Regelung geändert? Nein, ganz anders. Ach. Das ist ein physikalisches Grundproblem. 1980 wurde nach vielem An- und Ab- und Wiederanschalten und Wiederabschalten erneut die Sommerzeit in Deutschland eingeführt, in der DDR damals 1979. Und dann war es natürlich so, wenn 12 Uhr Mittag heiß war, war es ja jetzt irgendwie schon die Stunde vorgestellt. Also ist zum Stichpunkt, als die Rektoren auf das Thermometer geguckt haben, war es nie mehr heiß genug oder nur noch selten. Das Vielen Dank für diese liebevoll recherchierte Geschichte, die erzähle ich dann wohl heute nicht mehr. Nichtsdestotrotz. Da stand was vollkommen anderes. Genau, der hat einfach nur seine Andreas, nein, aber das ist gut. Das war richtig schön und trivial. Dinge, die man auf Partys erzählt, wo man dann ganz schnell ganz alleine steht, aber ich erzähle sowas auch immer gerne und stehe dann ganz schnell ganz alleine. Das ist total gut. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Sympathiebonus verspielt. Nein. Aber dafür ist das Format ja da, dass wir uns, wenn wir uns schon Journalisten einladen, dann wollen wir noch eine Menge lernen, auch wenn Budde natürlich hier gerade hochgradig recherchiert hat im Vorfeld, was er hier, werdet die Zettelberge nachher noch aufgelöst bekommen. Wir haben natürlich auch Hintergrundrecherche, was eure Person angeht, betrieben. Deshalb sind wir da halt, da kommen wir dann gleich dazu. Ich würde nochmal in dem Zusammenhang, weil das ist ja doch schon wieder ein Stückchen Nostalgie, was da jetzt halt hochkommt. Ich meine, wir könnten jetzt stundenlang über Zini und so wahrscheinlich auch noch sprechen. Das war ja alles diese ganzen Nachmittagsprogrammgeschichten. Aber könnt ihr euch doch daran erinnern, das waren noch gute alte Zeiten, als es noch kein Netflix gab. Da gab es nämlich auch noch den ZDF-Weihnachtsfilm zum Beispiel. Also es gab ja auch diese Weihnachtsserien und sowas alles. Andreas, du scheinst da ja raus zu sein, weil du der Dienstälteste bist, ne? Aber da sind halt so viele, wenn du dir mal so ein bisschen Zeit lässt, und es müsste wahrscheinlich mal so eine Sendung geben, nicht auf RTL mit Marco Schreil, sondern einfach irgendwo mal so ein Ding, die 83, um die 7 bis 10 Jahre alt waren, guck mal, das ist eure Fernsehgeschichte. Und das müsste man mit den Kindern mal gucken. Ich glaube, meine Kinder würden davor sitzen und würden so sagen, ist so sehr langsam, sehr schlecht animiert, ja. Andreas, aber wenn wir so einen Mann in der Runde haben, hast du auch so Fernsehmomente oder so große Kindheitserinnerungen aus deiner Anfangszeit des televisionellen Konsums? Na klar, also wir haben damals noch schwarz-weiß geguckt. Muss ich, bevor die Antwort kommt, jetzt pass auf, was Lustiges. Er hat was recherchiert zu dem Thema. Als ich den ersten Internetzugang hatte vor vielen Jahren, hatte ich eine Kindheitserinnerung an einen Zeichentrickfilm, US-amerikanisch. Und ich weiß noch, die hatten irgendwie schnelle Autos. Es ging um Rennautofahren. Und ich habe geguckt und Bildersuche und weiß ich was alles gemacht. Damals noch Metagear-Suchmaschine und so. Ne? Und 100-mal drüber gesprungen, die Bilder immer wieder gesehen und gedacht, das ist es nicht, das ist zu bunt, das ist einfach zu bunt. Bis ich dann drauf kam, meine Eltern hatten Schwarz-Weiß-Fernsehen. Na klar war es das. Speed Racer war so geil. Speed Racer. Das war bei mir aber übrigens genauso. Wir hatten ganz lange einen Schwarz-Weiß-Fernseher, bis tief in die 80er, fast schon in die 90er hinein. Und ihr könnt euch vielleicht noch an The Incredible Hulk erinnern, der lief auf RTL. Und dann sagte mir mein Freund André, sagte dann so, ja krass, und wenn der dann so grün wird. Und ich so, was? Der ist doch nicht grün. Keine Ahnung. Dann habe ich meine Eltern total wild abgeschafft. Wir brauchen auch so einen, Achtung, Buntfernseher. Wir brauchen auch einen Buntfernseher. Herrlich. Aber dann, viel zu spät natürlich. Ja, doch, den fand ich cool. Und dann Kettwiesel, kennt ihr den? Ja, das habe ich nicht gesehen. Nee. Diesen durchgeknallten englischen Zauberer. Und ein guter Freund von mir, der hat den dann auf DVD gekauft, viel später, und hat seine Kinder gezwungen, mit ihm Kettwiesel zu gucken. Und da ist genau das passiert. Die haben gesagt, sag mal, die Alten haben einen Vogel jetzt heute, was die da für Mist anschauen. Das ist ja übrigens ein Grund, warum unsere Sendung in Schwarz-Weiß ist, ne? Weil du nämlich dann, also haben wir uns stundenlang in den Redaktionen... Unsere wahren Gesichtsfarben soll keiner kennen. Genau. Ihr seht da jetzt hier, wer hitzefrei ist. Ne? Plus, da haben wir uns natürlich im Marketing im Vorfeld auch mit den Redaktionen und sowas viele Gedanken dazu gemacht. Schwarz-Weiß, ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin als nächstes Lied, mit dem nächsten Lied dran. Und ich habe mich, Martin, von dir zeitmäßig gar nicht so weit weg bewegt. Ich bin 2 Jahre später, nämlich im Ende 85 gelandet. Und setzt euch zurück, hört einfach mal rein, es wird sehr poppig. Endlich mal ein Jahr, dass ich auch noch aktive Erinnerungschance so zumindest habe, zu haben, zu sein. Ja, mal gucken, es hat aber nichts mit Metal zu tun. Auf geht's. Musik.
Martin, hast du gesehen, da waren im Publikum die gleichen Leute, die eben noch bei dir in deiner Sendung waren. Ich bin total begeistert und ich bin etwas peinlich berührt, weil 1985, sag mal, da bin ich ja schon 11 geworden und trotzdem kann ich mich total daran erinnern, dass ich dieses Lied absolut geil gefunden habe. Also ich bin. Würdest du noch später erst sagen, bei den Guilty Pleasures? Ach, nee, ist jetzt, ist es aber egal? Nee, das ist nicht mein Guilty Pleasures Lied, da habe ich noch was anderes. Also das war doch gar nicht so schlecht. Aber ich muss euch jetzt ganz kurz beruhigen. Jetzt, ihr könnt euch jetzt erstmal vor lauter Emotionen, könnt ihr euch jetzt zurücksetzen, weil da in dieser Show darf ja immer der Wünschende sich dafür kämpfen, dass er was zu dem Wort, zu diesem Song erzählt. Ja, aber ich kämpfen musst nämlich, du dafür, genau. So ich kämpfe dafür. Ursprünglich, ne, bin ich, also das hat ja erstmal, The Heat of the Night hat ja erstmal nichts mit hitzefrei in der Schule zu tun, weil nachts haben wir ja keine Schule. Ne? Also ich bin halt irgendwo bei Heat und Hitze gelandet und ich hatte als erstes Tiefer von Peter Maffay. Weil das Ding eröffnet wird mit diese Hitze tut so gut, ne? Und das kriege ich hier nicht gespielt. Also auch wenn ich das gerne mag, das kriege ich hier nicht unter. Von Peter Maffay würde ich andere Sachen spielen. So, und dann bin ich halt bei Sandra hängen geblieben, weil das ist wirklich meine zweite Geschichte gewesen. Ich hatte auch Like Ice in the Sunshine und so ein Stussel, aber der Song, den habe ich mir rausgesucht. Und das ist halt. Oh, egal. Ne, ja. Und das und wenn man da mal so ein bisschen dahinter schaut, sie ist ja die Frau von dem Michel Cretu, ne, der ja auch Enigma und sowas gemacht hat, das kam ja aber erst nachher so. Und das ist halt unheimlich geile deutsche Popmusik. Und wenn du das heute hörst, ich kann euch allen mal empfehlen, die ersten zwei Alben von der anzuhören. Da sind halt auch teilweise Songs dabei. Ich habe mal vor 8 Jahren bei mir im Blog aufgedeckt, dass ihr Innocent Love die Grundlage war für Bulletproof von Larue oder wie die heißen. So, das kann ich euch alles nochmal nachher in die Sachen da unten reinschreiben. Hinter dieser Künstlerin steckt aber nicht nur Michel Cretu, sondern zum Beispiel auch die Band von Hubert K. Ne? Also da findest du ganz viele Produktionen dahinter. Und das ist übrigens ein Song. Und jetzt kommt, wir haben ja vorhin Flossdance erwähnt, wo wir ja die Metal-Front hier hatten, die ja damals Hyper Hyper als Coverversion auch hatten. Jetzt stellt euch den Song mal gecovert von so einer Metal-Band vor. Ja, das muss ultimativ cool sein. Vielleicht muss man mal so eine gute Metal-Cover-Band nehmen, die halt mal diese Songs mit ihr auch an den Vokals halt spielt. Also für mich immer noch ganz weit vorne. Ne, Maria Magdalena nicht, aber die Sachen und... Auch, das war auch cool. Wenn ihr recherchieren wollt nachher bei Spotify und so, ne, das war die Zeit, in der es noch Maxi-Versionen gab. Ja, wo der Song halt jetzt immer auf Radiotauglichkeit 3:30 bis 3:50 und dann gab es die Long- und die Extended-Version, wo meistens am Anfang eine Minute lang das Schlagzeug war, damit der Disco-DJ, ne, DJ Björn, halt das Ding halt noch reinspielen konnte. Also, mein Song für Hitzefrei von Sandra, In the Heat of the Night. Weißt du, ob die Dame heute noch was macht? Die macht, glaube ich, nichts mehr. Und die war wohl bei ProSieben mal irgendwie auf einer Comeback-Show ist die mal mit Hathaway und Co., glaube ich, rumgeflitzt. Das ist aber jetzt unrecherchierte, potenzielle Unwahrheit, deshalb halte ich mich da nicht zurück. Aber ich habe ja mit euch super Journalisten hier Leute, die dem Ganzen investigativ mal auf den Grund gehen können. Genau unser Thema. Ne? Wir schreiben einen Fachaufsatz drüber. Sandra, gestern, heute Morgen. Ja, genau. In einem Wandel. So, aber, was ich total faszinierend finde an diesem Video, ist, dass du diese Frau, ja, so wie sie da steht, in dem Video komplett hier heute auf der Straße stellen könntest und die würde nicht weiter auffallen, styletechnisch. Man hat ja mal gesagt, es wäre schön, dass man die 80er da irgendwie hinter sich gelassen hat, aber es kommt ja nun alles wieder und das offensichtlich auch. Also eine Stil-Ikone. Geil ist natürlich dieser Hair-Metal-Typ an dem getragenen Klavier. Tragenden Klavier. Einfach verflucht witzig. Und das natürlich auch so gnadenlos einfach Playback gespielt wurde. Ne? Und das hat teilweise auch, wo war das denn? Ich habe das noch einmal gesehen, wenn die dann auch kannst du ja teilweise etwas sich selbst mehr bedeutende Bands oder ein bisschen selbststolzere Bands hier noch einfach dann nicht mehr mitgespielt haben, weil sie es einfach so doof und so peinlich fanden. Und darf ich da kurz einhaken? Ja, bitte, ja klar. Mal ganz kurz hier der kleine Wunschwortknigge einhaken. An jeder Stelle, fall den Leuten ins Wort, hau deine Ideen raus, wann immer du kannst, das wird hier erwartet, ansonsten kommst du auch nicht zu Wort. Ich hau jetzt was raus, pass auf. Ich bin auch Musiker, ich bin Schlagzeuger und habe ein bisschen Wetten-Das-Erfahrung als Statist. Und weil du gerade vom Playback-Spielen berichtest, ne? Also es war tatsächlich so, wenn wir unterwegs waren, das Schlagzeug war
totgeklebt, mit PU-Schaum gefüllt. Es waren zwei Becken aufeinander geschraubt, dazwischen irgendwie ein Vlies, damit die überhaupt keinen Lärm machen. Und dann ging es da los. Und wir haben Wetten, dass gerockt. Und Gottschalk hat uns angesagt. War schon ganz witzig früher. Ne? Ja. Das war sie, die zweite Folge von Wunschwort deckt auf. Andi, das musst du natürlich... Letzte Frage, mit wem hast du da gespielt? Oder für wen hast du da gespielt? Hauptsächlich für MSSO. Munich Symphonic Sound Orchestra. Ah. Ja, und da haben wir Playback hätte ich das natürlich auch gekonnt. Ne? Ja, klar. Nee, aber der Witz war ja, du hast damals Musikkassetten bekommen, falls ihr noch wisst, was das ist, ne? So mit dem Band drin. Und ja, genau. Da greift das Regal, da kommt was. So, und genau die Dinger. Und dann war also der Deal vom Produzenten, eine Woche vor Show ist die im Briefkasten und du hast Tag und Nacht mit deinem Walkman diese Kassette durchgehört, bis du jeden Drumfill wusstest und an jeder Stelle genau gewusst hast, wo was zu spielen ist. Und wenn du es gut gemacht hast, hast du den nächsten Job bekommen. Und du hattest eigentlich in einem Song, man hatte dich immer nur von vorne gesehen und an einer einzigen Stelle, die kanntest du nicht vorher, hat der Kameramann genau auf deine Snare. Und wenn der Kameramann dann im richtigen Augenblick auf die Snare und aufs Hi-Hat gefilmt hat, dann mussten deine Schläge einfach sitzen. Und dann ging es dann los. Ne? Und dann hast du da getrommelt. Wenn du gut warst, hast du den nächsten Job bekommen. Du hast dich angestrengt, weil du hast genau gewusst, in der nächsten Show ist Eros Ramazzotti oder Janet Jackson mit Backstage. Und das war immer cool, die zu sehen. Und einmal habe ich mich mit Boy George an der Hotelbar Aftershow wirklich lustig betrunken. Das waren schöne Zeiten doch. War echt für die cool. Jüngeren unter uns, Eros Ramazzotti ist ein italienischer Popsänger und Janet Jackson war die Schwester von Michael Jackson. Ne? War doch die Schwester. So, ja, genau. Das ist korrekt. Genau. Und Boy George, einer der angesagtesten DJs immer noch auf der Insel. Tatsächlich. Ja, ich finde, ihr müsst die jüngere Generation stärker mitnehmen. Ja, das siehst du doch bei Insta und Co. auch, was die da machen teilweise. Ne? Aber lass uns noch mal ganz kurz, ich meine, wenn das jetzt so weitergeht und Andi jetzt hier seine Lebensbeiche in der Sendung ablegt, was er nicht alles schon gemacht hat, von auf dem Dach, also es ist ja zweimal warm auf der Bühne. Ich wollte ja noch mal ganz kurz zu dem Song zurückkommen. Ne? Also jetzt, Martin, ganz investigativ, Sandra und du. Ne? Also der Song, was Maria Magdalena hast du schon blank gezogen eben. Hast du noch eine dritte Nummer parat? Kannst du dich noch an eine dritte Nummer erinnern? Sandra? Ja. Nee, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Sag mal. Ja, also Ordinary Love und Innocent Love war noch, das war halt noch der dritte Kracher. Da können wir noch mehr von spielen. Vielleicht machen wir im Nachgang nochmal, vielleicht machen wir ein Sandra-Spezial, Michel Kritik. Oder ein Sandra-Abend. Ja, genau, ein Sandra-Abend. Ja, zur Wertschätzung dieser Künstlerin. Danach machen wir noch Jennifer Rasch dann. Dann haben wir sie alle. Die war auch super. Ach man, die war ja auch so toll. Bunde ist schon total verzweifelt. Ja. Ich auch gleich. Wieso? Wieso? Wenn wir denn von deutschen Künstlerinnen sprechen, Andi, sollen wir mal zu dir rüberschwenken? Ja, mach mal. Geiler Übergang. Setzt euch zurück, jetzt kommt die Auswahl unseres hitzeresistenten, auf dem Dach gestellten Playback-Schlagzeugers, Andi. Es ist heiß. Es ist sehr heiß. We'll be right back.
Kinder haben alle ausgeschaltet jetzt hier nebenbei. Ja, ja. Ganz jugendfrei war es nicht mehr. Bitte. Du hast gesagt, hitzefrei, und da gab es nur Niederhagen, da gab es nur heiß. Und ich fand es einfach cool, weil damals war irgendwie, die Gesellschaft war hitzefrei. Also ich fand es cool. Wisst ihr, wann es war? Habt ihr eine Ahnung? Ende der 70er, würde ich sagen. Ja, genau. Echt jetzt? 78, ja, genau. Oh. Ja. Da war ich zwei. Das habe ich nicht. Also ich hätte das eher so noch auch in die gleiche Zeit, in der Martin meine Musikauswahl schwingt. So. Niederhagen war, deshalb ist das auch gar nicht mehr so meine Musik. Das war einfach ein bisschen vor unserer Zeit. War ein paar Jahre vorher. Und deshalb hat das bei mir, ich war, wann war das? 79 oder so irgendwie wahrscheinlich, ne? 78. Ja, 78. Ja gut, da war ich halt vier. Da habe ich jetzt noch nicht so viel Niederhagen gehört. Und es war das erste Album der Niederhagen Band. Die hat er früher dann mit verschiedenen Besetzungen, mit englischen Punkrockern und Solo-Karriere und ganz, ganz vieles noch gemacht. Und ich erinnere mich noch ganz genau, als ich den Song damals im Radio gehört habe, da stand ich schon, ich war noch nicht in der Ausbildung, aber so kurz davor, Ferienjob, und ich stand bei meinem Vater in der Werkstatt und habe geholfen, Bleche zu biegen. Und der Song kam und der Alte sagt, mach den Scheiß aus. und mir war klar, du brauchst diese LP. Ne? ist ganz witzig. Also, ich habe Niederhagen nie wirklich gehört, weil ich die immer zu anstrengend finde, um zuzuhören, muss ich jetzt sagen. Das ist so Musik, die ich nicht hören würde. Gleichzeitig aber kriegt man ja dann, wenn man dann ab und zu mal reinhört, diese wahnsinnige Varianz in ihrer Stimme mit, die ja wirklich da, also Vocal Artist, viel mehr geht da ja irgendwie nicht. Und wenn du dir dann auch noch diese Band so reinziehst, was ich auch noch nie getan habe, aber allein dieses Led Zeppelin-eske Einstiegs-Gitarrengeschräbele da, das ist schon echt gut. Bei dem Mittelscheitel von dem Gitarristen möchte ich jetzt nicht sprechen, aber was da musikalisch rausgehauen wurde, das ist dann schon geil. Anhören würde ich es trotzdem nicht, aber ganz geil. Weißt du, welche Band das ist? Nein. Die wurde ein paar Jahre später als Spliff bekannt. Mhm. Ach ja, doch, stimmt. Ja, genau. Ja, genau. Und die Story zum Song ist irgendwie auch witzig. Also es war heiß, ne? Also auch als ich den gehört habe, war es heiß. Und ich wusste, ich muss die Platte haben. Und der nächste Plattenladen war 50 Kilometer weg. Auf dem Land gewohnt, im Schwarzwald, also rein in die Bahn. Die Bahn war heiß, das waren die Züge, die hatten noch Fenster zum Öffnen. Im Tunnel hat der Schaffner immer darauf geachtet, dass du zumachst, ne? Dass da irgendwie nichts Bröseliges von der Tunnelwand in den Waggon fällt. Und dann angekommen in Pforzheim, nächstgrößere Städtchen bei uns, wo ich heute übrigens auch wohne, 30 Minuten Fußmarsch, Plattenladen, und du gehst da nicht rein und sagst, hier mein Taschengeld, tausche gegen Platte, sondern da wird vorher noch Probe gehört. Ne? Und jeder Song muss dir gut sein, sonst kaufst du es nicht. Und dann gehst du nach Hause und trägst. Was holt er dir raus, ja, doch, guck da. Dann trägst du dieses Ding wie eine Trophäe heim und bist im Dorf der Erste, der die Hagen hat. Und das war schon cool. Ja. Und ich habe damals, das habe ich vorher erst gesehen, ich habe hier früher Nummern auf meine LPs geklebt. Das war meine 11. LP, die ich überhaupt jemals besessen habe. Und heute noch da. Ne? In Andys Backkatalog. Was ist die erste gewesen? Das war irgend so ein Peter Frankenfeld oder okay. hör mir auf, irgend so eine ZDF-Show. Vielleicht war es auch der Rosenthal, so ein. Wir landen immer wieder beim ZDF heute Abend. Ja, so ein Ding. Aber ich weiß schon kurz drauf, ich glaube, die dritte war Genesis and then there was oder where's three, ich weiß es nicht mehr. Als Phil Collins das erste Mal gesungen hat. Das war so die Zeit, ne? Aber das ist, weißt du, das, was ich halt davon inspirativ mitnehme, ne, ist halt das, was Christian gerade gesagt hat. Also für mich war ich höre nicht Niederhagen. Ich höre aber auch nicht Einschütze Neubauten. Ich höre das nicht. Ne, das ist so, ich will das nicht. Ich will ja auch kein iPhone ohne Knopf haben, da gehört ein Knopf drauf. Ich bin zu alt dafür. So, und bei Musik ist das ganz interessant. Da ändert sich das so ein bisschen, ne? Also merke halt so in einem eigenen Reifeprozess. Also das hat mir jetzt gut gefallen. Also mir hat es jetzt vielleicht gefällt es mir live besser als es auf Platte, dass es auf Platte gewesen ist. Weil ich habe das gleiche so wie Buddha auch gehabt. Ich habe da gesessen, so wow, Alter, gut. Also, A, gute Mucker, ne? Ja. B, unheimlich variabel.
Und mich hat halt immer nur abgeschreckt, dass das so, als wir groß geworden sind, war das halt so, bei uns zu Hause war das so die Tochter von Wolf Biermann, ne? die so durchgeknallt ist da, dann weißt du, die dann bei Wetten, das, wo wir auch wieder beim ZDF sind, dann halt mal irgendwie auch den BH so oder was weiß ich so irgendwie anders da aufgedreht ist. Mein erster Kontakt mit Lina Hagen war ein Song, den sie bei einer meiner damaligen Lieblingsbands mitgemacht hat, nämlich bei den Freaky Fucking Weirdos, die deutschen Crossover gemacht haben. Und da hat sie den Refrain von Hit Me With Your Rhythm Stick. Ja, ich erinnere mich. Also, Hit Me With Your Rhythm Stick. Ja, und dafür, das konnte die ganz gut. Und mein letzter Kontakt war, dass sie bei dem Otto Walkes Film mit den sieben Zwergen die Königin gespielt hat mit Hans-Werner Olm. Also von daher, das ist jetzt... Da siehst du mal die Bandbreite von dieser Frau. Absolut. Das ist absolut irre, ja. Aber Martin. Was ich super cool finde. Mit Kassette eingestiegen oder mit Platte? Oder mit diesem Mini, dieses Format, das sich nicht durchgesetzt hat? DAT. Nee, nicht Datasette, sondern... Redest du gerade mit Andreas oder redest du mit mir? Mit Martin, entschuldige. Entschuldige, was ist deine Frage? Bist du mit Kassette eingestiegen oder mit Platte auch noch? Ja, ich bin schon, also meine Kindersachen habe ich schon auf Platte gehört. Hatte noch so Räuber Hotzenplotz zum Beispiel, den ganz auf Platte. Und dann kann ich mich erinnern, in den 80ern wollte ich die Falco 3 auf Platte haben. Und die gab es bei Fotoradio Malitzki in Berlin-Frohnau, aber nicht als Platte. Und dann habe ich die irgendwie als Kassette gekauft und war irgendwie ganz schockiert über meine eigene progressive Haltung, auf einmal Kassetten zu kaufen. Und dann war das so meine erste Kassette eigentlich, die ich gekauft habe. Und dann ging das eigentlich mit Kassetten weiter und mündete dann in den 90ern auf CDs. Also Platte war bei mir gar nicht mehr so viel. Ich habe nicht die Platte. Wie hieß dein, ich finde das, jeder kennt seinen Plattenladen, dem er früher die Platten gekauft hat, was heute natürlich keiner mehr kennt da draußen. Aber Andreas, wie ist deiner? Nachdem wir jetzt gerade schon, was hast du, Martin, Foto Now? Nee, wie ist das? Ehrlicherweise, also ich hab gar nicht so viel gekauft. Man ist damals in Berlin natürlich auch zu WOM gegangen, World of Music, da beim Kaufhof am Kudamm. Aber der bei mir hieß Foto Radio Malitzki. Marlies Malitzki war eine Schulfreundin von mir. Ihre Eltern hatten diesen Fotoladen eigentlich, aber da gab es eben auch Musik. Und da hat man dann durchaus manchmal die ein oder andere Kassette oder Platte, ich weiß nicht, ob ich dann eine Platte gekauft habe, aber die Kassette habe ich auf jeden Fall gekauft. Ja. Und dein Laden, Andreas? In Stuttgart war es die Lerche und in Pforzheim war es Radio Keller. Genau. Bei mir ist das, also ich habe das ja schon ein paar Mal hier gesagt, ich bin eher so ein Disc-Center-Besteller gewesen. Ne? Wir haben halt den Kram alles Mail-Order damals gemacht. Das hat ja Poppig mit dem Disc-Center angefangen und ist nachher bei Frontline dann ja quasi in die alternative Musik übergegangen, wo dann halt auch genau solche Platten dann halt von dafür extra eingestellten Journalisten beschrieben worden sind, damit wir kaufwilligen 18-, 16-, 17-Jährigen dann halt unser Taschengeld auf Vinyl halt wegballern. Das Ding steht auch übrigens bei mir, also ich meine, Vinylsendung steht oben komplett auf dem Dachboden. Ja, also wie gesagt, ich habe das mal, ein Freund unserer Sendung übrigens, der Boris, der hat mir damals mal die Frage gestellt, warum ich das immer abstaube. Ja, also warum stellst du deine Platten in dein Wohnzimmer, ne? Und das ist schon, da hat er nicht ganz Unrecht mit, ne? Weil also ich höre die Musik, ne? Und ich höre sie auch gerne noch in meinem Besitz. Also das ist alles digitalisiert bei iTunes drin und nicht aus dem Spotify-bösen Zeug. Aber irgendwie habe ich die Sachen halt hier nicht mehr rumstehen, ne? Also außer dass ich hier so ein bisschen was, damit wir Digitalisierungsberater auch mal ein bisschen so was Altes zeigen können, ne? Aber eigentlich nicht. Christian, wenn du gerade erzählst, digitalisierte Musik, ne, das ist ja, ich finde es ja heute schon auch cool, also auch hitzefrei, digitalisierte Musik zu hören, weil ich kann, wo ich bin, streame ich mir mein Zeug und höre, was mir in den Sinn kommt. Das ist irgendwie cool. Aber diesen Wert, dieses Besondere an der Musik, das ist dadurch irgendwie verloren gegangen. Ne? Also dieses, ich fahre da hin, ich kaufe die Platte, ich höre da rein, ich komme zurück, ich habe eine Trophäe dabei. Das war ein anderes Musikerleben früher. Das fand ich schon heiß. Ja, ja, aber das hast du natürlich in ganz vielen Bereichen eigentlich. Also alles, was ständig verfügbar ist, verliert an Wert. Also wir haben früher damals auch auf die nächste TV-Folge einer Serie eine Woche gewartet, manchmal einen ganzen Monat. Oder jetzt sind wir übrigens wieder beim ZDF. Ihr könnt ja euch noch an den Wunschfilm erinnern. Habe ich hier stehen. Wo dann drei Filme und man wollte immer Louis de Funès. und dann saß man da und dachte, um Gottes Willen, wie wären die jetzt? Und das hat natürlich diesem Film einen unglaublichen Wert gegeben, weil sonst konnte man den nicht sehen.
Und da muss man ja heute sagen, bei ganz vielen Dingen, die wir eben, ich finde ehrlicherweise auch bei Produkten, was ich morgen bei Amazon schon haben kann, hat natürlich einen geringeren Wert als etwas, was ich mir heute bestelle und erst in 4 Wochen ankommt. Das ist, glaube ich, einfach wahrscheinlich der Zahn der Zeit, mit dem müssen wir irgendwie klarkommen. Ja, da kriegst du mir wahrscheinlich bald Geld, da wir jetzt ja 100 Abonnenten haben. Da, also genau, das wird auch für uns an Wert verlieren. Ja, und wir schaffen aber ja auch was, ne? Also es ist jetzt zwar nichts Haptisches, ich meine, uns kannst du jetzt nicht, vielleicht können wir uns mal auf DVD irgendwann nochmal über eine Mail-Order rausbringen. Da arbeiten wir dann in der 4. Staffel da dran. Woran wir auch arbeiten. Aber du bist nicht gerade ernsthaft auf meinen schwachsinnigen Kommentar eingestiegen. Woran wir auch arbeiten werden in der 4. Staffel, die ja heute ist ja die letzte offizielle Folge der dritten Staffel schon, ja. Wir werden auch daran arbeiten, dass wir eine Aufgabenstellung machen, die heißt, Budde darf nichts mit Gitarren aussuchen. Willst du etwas im Vorfeld zu deiner Songauswahl sagen oder sollen wir reinhören? Ich sag einen Satz vorweg. Ich hatte nämlich auch Like Ice in the Sunshine, witzigerweise. Und das ist übrigens, das ist von, eben hatte ich es noch, Beagle Music oder sowas. Es ist ein Produzentenduo, von dem mittlerweile einer leider verstorben ist, die ganz viele so Werbejingles gemacht haben. Und dann haben sie mit Like Ice in the Sunshine aber tatsächlich versucht, einen Durchbruch zu schaffen und sind damit zumindest so ein bisschen erfolgreich gewesen. Und was ich daran so schön fand, ist, dass man das komplett durchsingen kann. Und wenn man dann vor seinem geistigen Auge diese alte Kinowerbung wieder vor sich abspielen lässt mit diesem Typen mit dem ferngesteuerten Auto und diesem ganzen Dings da am Strand, das war irgendwie ein ganz wohliges Gefühl. Wollte ich aber nicht haben. Ich wollte nichts Wohliges haben. Also bin ich noch tiefer in die Zeitmaschine eingestiegen und habe das ausgegraben. Von Alice Cooper, im echten Leben bekannt als Vincent Damien Furnier. Das Witzige ist, dass ich auch bei Schule ist, Schools Out, Schule aus, Martin, das hast du eben schon gesagt, bei Schools Out hängen geblieben bin, war das zweite irgendwie, das mir nach Like Ice in the Sunshine durch den Kopf ging. Alice Cooper ist immer so ein bisschen, war für mich immer so ein, sah immer ein bisschen zu hart aus für seine Musik. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich erst sehr spät mit Alice Cooper überhaupt angefangen habe und dachte immer so, ja gut, okay, jetzt so gruselig, wie der sich immer gibt mit seinen ganzen Fledermäusen und was weiß ich was und dieser ganzen Bandinszenierung und so weiter, so gruselig ist die Musik überhaupt nicht. Ich habe den dann mal vor ein paar Jahren auf einem Konzert tatsächlich nochmal gesehen und der macht das sehr, sehr routiniert, aber auch sehr, sehr charmant dadurch. Ich glaube, dass der auch ein gerüttelt Maß Selbstironie mit auf die Bühne bringt und das macht ihn sehr, sehr sympathisch, finde ich, an der Stelle. Sehr, sehr merkwürdig ist, das ist mir gerade erst beim Videogucken aufgefallen, dass dieser Schlagzeuger da, wo wir wieder beim Thema beim Thema Schlagzeuger und Playback sind, was er da im Hintergrund veranstaltet, wie er versucht, völlig abgefahren, Anfang der 70er, und ich glaube, so muss man es halt eben einordnen, Anfang der 70er einfach was abgefahren, das Schlagzeug so zu bespielen, wie es noch keiner vor ihm getan hat, dass das dann einfach nur so ein bisschen Panne aussieht, geschenkt. Aber so muss man ihn, glaube ich, immer einordnen. Wenn man das eben in die Anfang der 70er verfrachtet und dann sich noch das
das Plattencover. Und Andreas, da bin ich auch nochmal bei, bei dieser Besonderheit von Plattencovern. Ja, ich weiß, was ist ja das, das Plattencover war, oder beziehungsweise das war ja auch, das Album selber hieß halt auch Schools Out. Und das war, muss gewesen, ich habe es leider nie selber gesehen, aber muss eine aufklappbare Schulbank gewesen sein. Also die so in Pappe dann aufklappbar war. Und die Platte selber kam daher mit einem Damenschlüpfer. Aus Papier zwar, aber nichtsdestotrotz. Und ich glaube, dass wenn man das mal, wie gesagt, das ist ja, das heißt immer, Kontext ist King und der historische Kontext 1972, was das für ein Aufreger war. Das kann ich, glaube, das kann man, glaube ich, sehr nachvollziehen. Und dass da dann Anfang der 70er alle Eltern gesagt haben, hört diesen Mann nicht. Und der dann plötzlich doch fürchterlich hart mit dieser Musik einherkam. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. War mein zweiter spontaner Gedanke einfach. Und als Martin sagte, Schule ist aus, dachte ich auch, liege ich gar nicht so verkehrt mit. Deswegen Schools Out von Alice Cooper. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich dem Gerücht aufgesessen bin, aber unser Keyboarder damals in der Schülerband, der hatte diese Platte noch tatsächlich als Erstauflage erwischt und da war dieser Damenschlüpfer im Original drin. Nein! Hat er behauptet, ich habe es nie gesehen. Das muss dann so gewesen sein. Ja. bevor wir unsere Gäste zu Wort kommen lassen, haue ich erst mal einen raus dazu. Bitte. Gleiches wie bei Nina Hagen. Ne? Alice Cooper bei mir ganz klar Streichliste. Ja? Also überhaupt nicht. Ist wie Kiss habe ich mich ja schon ein paar Mal zu geäußert. Und ja auch U2 habe ich mich auch schon ein paar Mal zu geäußert. Ne? Also ist so. So, bei Alice Cooper war Poison nachher noch was ich so gesagt habe, geht. Ne? Ist halt irgendwie. Das ist ja auch kein Glamrock. Das ist ja irgendwie, das ist, wenn du es heute hörst, ist das gute Rockmusik. Wenn ich den Song jetzt eben gehört habe. Natürlich lief der bei uns auf den Partys, nämlich von irgendwelchen Hardrock-Samplern. Ne? Wurde dann halt hier Jay Giles Band und Co. auch mit drauf hattest, wurde dann halt einfach da, was du machen kannst. Geiler ist, wenn du dich mit Queen beschäftigt hast, was ich eine Zeit lang gemacht habe, einfach mal um Queen zu verstehen. Auch Queen mochte ich nicht, bis ich dann halt die alten Aufnahmen als erstes gehört habe und nicht mehr mich mit den letzten Sachen beschäftigt habe. Dann landest du auch bei diesem Song. Dabei, darum habe ich das eben auch bewusst laufen lassen nach dem Refrain und bin über die Minute hinweggegangen. Ja, diese Chöre mit Klavier und guten Bassläufen dazu. Ne? Das ist schon einfach geil, ist schon einfach geile Musik. Ich würde es halt trotzdem, ich habe es nie gehört. Ich glaube, es würde mich heute, wenn wir das bei unserer Playlist, die wir hier bei Spotify ja auch haben, ich glaube, ich würde es sogar laufen lassen. Ne? Also es wird halt einfach für mich ganz, ganz in Ordnung sein. Martin. Weißt du, wer top aktuell sowas zurzeit bietet? Die Band Styx. Das neue Album. Und das klingt wie eine Mischung aus The Who, Queen, Beatles. Echt empfehlenswert. Dann schreibe ich das mal auf meinem Zettelchen mit. Ja, ich hab die jetzt reingehört. Erst vor zwei Tagen war ich begeistert. Hab gedacht, Mensch, wie heißen die? Styx. Styx. S-T-Y-X oder? Doppel-X. I-Doppel-X, glaube ich. Klingt ja erstmal nach so einem neu aufgelegten Regionalexpress von der Deutschen Bahn. Ne? Aber, Boat on the River war der Hit damals. Der ist, glaube ich, irgendwo zwischen Lüneburg und Binsen. Genau, da verkehrt der Styx. Martin, Alice Cooper, West-Berlin und du. Nee, also nee, es wäre mir zu hart gewesen. Also bei mir ist ja alles, wo so Gitarren drin sind, das ist schon irgendwie verdächtig. Ich war ja eher so der Popper und das war überhaupt nicht meine Musik. Also als du eben gerade gesagt hast, Poison, da kann ich mich erinnern, das habe ich auch gehört. Ja? Und auch wenn es im Radio lief, fand ich es gut. Aber weil es auch irgendwie populär war, muss man ehrlicherweise dazu sagen, das hat sich irgendwie ganz gut auch in der Breite gemacht. Aber so ein Alice Cooper Album hätte ich mir nie gekauft. Also das wäre für mich viel zu hart gewesen und hätte überhaupt nicht zu meiner weißen Jeans gepasst. Aha, warst du Tennistrainer? Ich war Tennisspieler, aber auch Fußball. Ich war beides. Können wir ja bald mal nachholen. Ja, natürlich. Ja, vielleicht lieber nicht. Ja, und also auf jeden Fall, nee, also dieses Gitarrengeschrammel und so, das war überhaupt nicht so meins. Also es musste alles ein bisschen weicher sein, ein bisschen poppiger sein, ein bisschen Synthesizer sein. Und Alice Cooper wäre nicht in meinem Beuteschema gewesen. Jetzt haue ich hier nochmal eine Verknüpfung zu meiner Songauswahl hin, denn wir sprachen ja davon, dass der unglaublich große Komponist und Produzent Michel Cretu, der Ehemann von der Sandra ist, und der hat ja mit Enigma sein größter Song, hieß ja Sadness, und ja. Glaube ich Sadness,
Dimoi, ne? Und das Ding ist auf dem Index damals gewesen, was ja auch wieder dafür, was ja auch wieder dafür spricht, wie sich das verändert hat. Ich meine, guck dir mal, also hier eben waren ja die Eltern von denen, die nachher bei Martin in der Sendung waren, waren ja da bei Alice Cooper im Publikum, auf dem WDR übrigens, Martin. Wir haben den Ausgleich geschafft, nicht nur ZDF-Sendung. Naja, aber der WDR hat jetzt nur einen Punkt und ZDF haben wir ja mindestens 20 Mal gesagt. Also genau, aber das ist halt jetzt, gut, dass ich jetzt sowas sagen muss, ne? Gott, wie die Zeit vergeht, ne? Also das ist halt, da wirst du heute mit 12, mit 6 durchgewunken, wenn du dann halt den Enigma-Song abgespielt hättest. Aber total witzig, dass du das sagst. Entschuldige, wenn ich mal ganz kurz von der Musik abweiche. Es gibt ein Buch von Karl-Uwe Knausgård, das heißt Aus der Welt. Und das ist sein erstes Buch eigentlich gewesen, bevor er diese ganze Reihe Leben, Sterben, was weiß ich, geschrieben hat, wofür er sehr bekannt geworden ist. Und da geht es um, im Prinzip ein bisschen wie bei Nabokov, um eine Beziehung eines Lehrers zu einer 13-Jährigen. Und als das 98 erschienen ist, da hieß es, boah, super Werk, krass, toll, das ist ein aufgehender Autor, die Sonne geht auf hier in Norwegen. Und als es dann 2015 nochmal erschienen ist, gab es den totalen Skandal. Das könne man so nicht schreiben, das ist ja nur eine 13-Jährige. Also es gibt eine total unterschiedliche Reaktion darauf. Und das zeigt sich, dass allein in diesen nicht mal 20 Jahren sich gesellschaftlich total was verändert hat. Und ich meine, ich hatte damals in meiner Jugend auch das Genie-Poster von Falco an der Wand hängen und heute, das war ja damals der Mega-Skandal, an der Wand hängen, das kenne ich ja gar nicht. Und heute würde das natürlich auch keinen mehr aufregen. Ne? Also das extremisiert sich so alle 10 Jahre auf. Das Spannende, was du da gerade sagst, ich habe im Vorfeld überlegt, was sage ich zu Nina Hagen und zu Heiß? Und mir ist eingefallen, wenn wir jetzt schon so ein bisschen ins Philosophieren kommen, ich würde behaupten, die Gesellschaft ist heute hitzefrei. Früher war die heiß. Hitzefrei insofern, dass heute irgendwie so alles gleich getaktet ist. Ne? Also wir sind alle schon anders. Da musst du nicht noch irgendwie anders sein. Und früher hat er Mut zugehört, anders zu sein, Wehrdienstverweigerer zu sein oder zu sagen, ich mag Jungs mehr als Mädels. Oder das war früher ganz mutig. Heute war das oder ist es gesellschaftlich in breiten Teilen sehr gut akzeptiert, was auch gut ist. Und insofern ist es so ein bisschen ja, gleichgetaktet heute. Und ich hab natürlich was vorbereitet für die These. ist ja klar. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wir können es auch nochmal einblenden. Ich habe so schlechte Augen, weil ich so alt bin jetzt. Unser Sohn ist jetzt in der Pubertät und rebelliert total. Er will sich nicht tätowieren lassen, isst Fleisch und möchte geimpft werden. Und außerdem will er keinen Dutt tragen. Aber das ist doch cool, oder? Und genau so ist es doch, ne? Also selbst Opa und Papa und Oma sind tätowiert und irgendwie sind wir alle anders und alle sind verrückt und dürfen auch alle anders sein, was ja auch gut ist. Und Nina Hagen früher hat für einen Skandal gesorgt dafür, dass sie gesungen hat, ich bin heiß und schwitze auf der Ritze. Also ja, okay. Stimmt, ne? Also auch wenn du heute so eine 80er-Jahre-Serie oder siehst, dann siehst du, wie eng die Welt war, was ja ging und was nicht ging und was schon so außerhalb der Norm eigentlich war, wo wir heute echt müde drüber lächeln würden. Und da siehst du einfach schon allein in unserer Zeit, ja, irgendwo zwischen 15 und 35, 45, wie krass sich Gesellschaft da einfach schon verändert hat. Ja, da hast du total recht. Wen wir aber noch hier, Christian, in der Sendung immer ja haben, ist auch so einen kleinen, trotzdem Nonkonformisten. Ja, moin Christian und Christian, hallo liebe Wunschwort FM-Fans und Freunde, mein Name ist Markus Salvador Winter und ich bin hier, um euch die geilste Rubrik bei Wunschwort FM vorzustellen, nämlich Dressed for Success. Ja Leute, es ist leider nicht hitzefrei für mich, ich muss mal lochen, muss Geld ranschaffen. Aber es ist einfach viel zu heiß für alles, ja. Es war auch viel zu heiß, irgendwie musikjournalistisch für euch irgendwie tätig zu werden und jetzt irgendeinen Schnack vorzubereiten. Es ist einfach fucking too hot, so. Ich habe einen richtigen Hass auf alle Menschen, die mich gerade anschreiben und sagen, boah, Markus, es ist so geiles Wetter irgendwie. Lass doch mal was machen und so. Mann, 30 Grad im Schatten und drüber ist einfach kein geiles Wetter. Leute, das ist asoziales Wetter und ihr seid dann entsprechend asoziale Menschen, wenn ihr mich damit belästigt.
Es ist wirklich unerträglich. Letzte Nacht komplett irgendwie mit einem Eimer Wasser neben mir gepennt, immer schön das Handtuch nass gemacht. Alter, das ging gar nicht, ne? Wie haltet ihr das aus, liebe Menschen? Aber deswegen heute ohne weite Umschweife ein Song, der mir von einem Kumpel gezeigt wurde und der seitdem einfach häufiger in meinen Playlists drin ist. Irgendwie der Algorithmus kennt mich gut. Ich finde den Song nämlich geil. Ich finde den Song auch ziemlich heiß. Ja, der hat so eine auch so eine geile Stimmung in dem Video, was ich euch gleich zeigen werde. Ist wieder so eine Live-Studio-Session. Finde ich super geil gemacht. Leute, fahrt euch rein und habt viel Spaß mit Schimmerling und, wie hieß der Song nochmal, Jäger. Guten Tag, du kennst mich nicht. Keine Sorge, das ändert sich. Pheromon sprengt deine Tarnung. Mein Lockruf ist die letzte Warnung. Ich bin der Jäger, du bist die Beute. Ich bin der Jäger, du bist die Beute. Halb Mensch, halb Kuri. Na, ihr Lieben, wie fandet ihr den Track irgendwie? Ja, der ist, glaube ich, kann man sehr provokant und skandalreich lesen, kann man aber auch einfach Spaß mit haben. Ich fand den Track einfach auch geil produziert in dieser Studio-Live-Session. Ist bestimmt was von Fans von Bilderbuch und so. Ja, aber die Jungs kommen jetzt aus Deutschland, nicht aus Österreich, soweit ich das... Also das habe ich noch nachgelesen, ja. Genau. Und ja, ich würd's mir reinfahren. Die sind auf Tour, die kommen auch hier in Hannover vorbei, sind in Deutschland unterwegs. Ja, für mich klingt das nach neuem heißen Scheiß. Das könnte durch die Decke gehen, so wenn die ein gutes Management haben und ein bisschen Kohle für Promo, ne? Aber ich hab's gefeiert. Ich melde mich auch jetzt schon direkt ab, Leute. Ich sag Tucci Ahoi, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Markus Salvador Winter mit Schimmerling in unserer Kategorie Dressed for Success. Leute, was haltet ihr von dem Stück? Ist das nonkonformistisch, Andreas, oder ist das mal deine These von eben aufgreifend, bevor Christian was sagen möchte? Das ist so ein bisschen Goldener Reiter, ne? Ja, stimmt. Ja? Viel 80er zurück. Ja, ne? Also ich war auch die ganze Zeit am Überlegen, weil ich es natürlich nicht kenne. Habe ich irgendwas verpasst damals? Christian, du wolltest aber was sagen. Wir kommen mal gleich nochmal auf den Goldenen Reiter zu sprechen, Andreas. Christian, ja, das ist total witzig, dass Markus mit seiner Auswahl eben eigentlich die gesamte Sendung ganz gut zusammengefasst hat. Also er hat das eben diskutierte Thema aufgewählt. Ist das jetzt ein Song, der skandalös ist? Ja, er hat Musik genommen, die in Teilen minimalistisch war und dadurch halt irgendwo so einen gewissen Klang hatte. Er hat Leute genommen, die in Käfigen saßen, die waren wir vorhin auch fast, das haben wir schon bei Martin in der Eröffnung gesehen oder auch in den ganzen anderen Songs. Er hat etwas genommen, was leicht und poppig wirkte. Ja, ich mag die Art der Musik ja gerne, habe ich ja mittlerweile schon ein bisschen gesagt. Auch da, Andreas, ich teile das mit dir. Ich kenne das nicht. Und das liegt daran, dass mir meine scheiß Spotify-Drecksmaschine das einfach nicht vorschlägt, weil die KI sagt, kennst du nicht. Ich hoffe ja, dass dadurch, dass ich die Sachen immer alle like, ich pack die alle in meine Playlist, die Markus mir empfiehlt, weil ich halt ein alter Sack bin. Und deshalb kriege ich nichts Neues mehr mit. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und er hat diese Sendung so toll zusammengefasst. Martin, du lachst. Was ist da? Ja, super. Du bist ein alter Sack und kriegst nichts.
immer jetzt quer mit. Das finde ich ziemlich lustig. Für mich lustig, weil ihr dann immer so gleich so Querverweise nehmt. Ja, das erinnert mich an das und das klingt ja fast wie das. An so einer Diskussion könnte ich mich nie beteiligen, weil für mich gibt es eigentlich immer nur zwei Kategorien. Finde ich gut, finde ich nicht gut. Und ich fand das total super. Also den Song finde ich total gut. Ich würde jetzt auch vielleicht auch auf Spotify mal Schimmerling eingeben und den zu meiner Playlist dazu nehmen. Aber ich würde mich inhaltlich jetzt nicht weiter mit der Musikrichtung wahrscheinlich befassen. Ja, das Schöne ist, würden wir den Namensrechte abtreten und würdest Wunschbuch FM aufmachen, bin ich nämlich eben total ausgestiegen. Das könntest du wahrscheinlich. Das hast du aber höflich. Ich habe auch das muss man. Bitte, entschuldige. Hast du gemerkt, ich habe auch so. Das muss man sagen. Das mit Martin Buch kriegst du halt nur drei Klicks, ne? Entschuldige, bitte? Mit Wunschbuch kriegst du halt nur drei Klicks. Das weiß ich nicht. Also Buchmesse und so weiter sind ja auch volle Hallen. Und Martin hat mir. Volle Hallen, sagt er. Nach dem Corona-Jahr, du glaubst es nicht. Ich habe es unten mal im Bücherregal stehen. Martin hat mir schon tolle Bücher geschenkt, wie zum Beispiel Eines Menschen Herz. Hieß es so? Ja, genau. Ja, ganz toller, großer Roman. Ich habe nicht viel Bücher gelesen in meinem Leben, muss ich zugeben. Aber die ich gelesen habe, waren immer die, die mir Martin auch geschenkt hat. Und deswegen, also wenn ihr mal da draußen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gute Literatur, Tipps und Hinweise möchtet, dann schaltet demnächst ein, wenn es heißt Wunschbuch FM, die Show mit Martin Brüning. Und Andreas? Ja. Jetzt bist du dran. Also guck mal da. Nein, Goldene Reiter waren wir eben. Das hast du damit verbunden. Du, irgendwie so, der Sound hat mich ein bisschen dran erinnert und es waren die 80er, ganz klarer Fall, ja. Mir hat das gut gefallen. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich bin in dieser Rubrik immer so still oder relativ still, weil mich das halt irgendwo so reizt. Jetzt, dass ich kann nur leider ja nebenbei, weil ich hier den PowerPoint-DJ-Pult habe, kann ich nicht nebenbei auch noch recherchieren. Also mein Wissen in dieser Sendung ist ja wirklich ausgespeichert aus dem, was ich aus der Vergangenheit weiß. Ich muss aber ganz zu dem Thema Bücher, ne? Ich bin da ja wirklich schlecht drin. Aber Andreas, du machst ja Kinderbücher auch, ne? Und du erklärst ja, ich glaube, in den Büchern Handwerk für Kinder. Genau. Ne? Hast du auch was mit Musik für Kinder? Also dass du ein Buch hast, wo du den Musiker den Kindern erklärst? Den Gitarrenbauer. Ja, die Idee ist richtig cool, ja, weil ich habe tatsächlich... Schreibst du ein Wunschwort drüber? FM präsentiert? Also ich habe einige so kleine Dinger gemacht, ne, für verschiedene Berufe, 10 Stück inzwischen, Bäcker, Metallbauer, natürlich die Klempner und an den Goldschmieden sind wir dran, die Friseure haben wir schon, Gitarrenbauer ist eine super Idee, Geigenbauer vielleicht auch noch mit und ja, warum nicht, die Idee finde ich schon cool, ne. Sehr gut, dann haben wir auch dein Wunschwort präsentiert. Der Gitarrenbauer. Das ist klasse, ja. Sag mal zwei Sätze zu den Büchern. Das interessiert mich jetzt noch mal, weil das sind also Erklärbücher, in denen du Kindern Handwerk näher bringst sozusagen, ne? Ja, genau. Die heißen im Untertitel Baustellen oder wenn es dann ein Werkstattberuf ist, Werkstattgeschichten für Kinder, Kunden und den Nachwuchs. Und was wir da drin machen, wir packen so ein bisschen Abenteuergeschichte, also Kinder gehen raus, erleben was, irgendein Onkel kann werkeln, die Kinder fragen dann, woher hast du das gelernt und dann lädt er die zur Baustelle ein und erklärt am nächsten Tag und zum Schluss sind alle happy, ne? Und mit dabei sind dann aber auch immer auf den letzten Seiten irgendwie so ein bisschen Erklärung, ne? Wie sieht man das denn hier am besten? Ja, so passt schon. So, ne? Welche Werkzeuge werden im entsprechenden Beruf benutzt und es ist immer so eine Story mit drumherum. Und was wir bewusst nicht machen, also wir ist ein Grafiker, mit dem ich das zusammen mache, der Hajo Schörle. Und was wir bewusst nicht machen, dass wir jetzt irgendwie so eine Kinder-Larifari-Sprache machen, sondern wir sind der Meinung, Kinder wollen durchaus ernst genommen und auch ernst angesprochen werden oder zumindest Erwachsene angesprochen werden. Und deswegen machen wir zwar kurze Sätze, aber ganz, ganz normale Geschichte, ganz normale Erzählung. Und das kommt gut an. Das kommt ganz gut an. Wo kriegt man die? Kann man die irgendwo bestellen, jetzt deine 3 Sekunden nochmal Werbung zu machen hier? Oder meinetwegen auf 15? Die gibt es im weitesten Sinne bei Amazon. Die haben alle ISBN. Du kannst die aber auch direkt beim Schörle Verlag in Nagold, also Schörle wie das Weinschorle, nur Schwäbisch Schörle, da kannst du die bestellen. Und was viele Handwerker machen, die bestellen die gleich in mehreren größeren Stückzahlen, gehen mit diesen Büchern in die Kindergärten,
lesen diese Dinger vor, also vor versammelter Kindergartenmannschaft, und machen somit Werbung für den Beruf. Jedes Kind kriegt so ein Buch mit nach Hause. Und wenn sie richtig gut sind, laden sie zu diesem Event noch jemand ein von der Lokalpresse, der dann einen kleinen Artikel in die Zeitung bringt. Und dann haben die richtig gut Image. Jetzt nicht für ihre Firma gemacht, das schon am Ende auch, aber hauptsächlich für den Beruf, der da die entsprechende Nachwuchsnöte hat. Genau. Sehr schön. Das war unsere Rubrik Dressed for Success. Der freut sich immer, so süß. So, der Jingle ist jetzt vorbei. Jingle ist vorbei. Buddha hat sich gerade gefreut. Ich finde den Jingle so schön, weil ich mag dieses Rockset-Stück so gerne. Ja. Das gebe ich auch zu. Das ist nämlich nichts, wofür man sich schämen muss. Auch vor Freunden spiele ich das ein. Da schäme ich mich nämlich nicht für. Ist das jetzt ein Fingerzeig? Ja, ich merke schon, ich übernehme langsam so ein bisschen deine Kunst. Ich habe viel gelernt bei dir in der Kunst der Überleitung, der Plattenüberleitung. Ich bin noch platt, du bist schon Hochkultur. Vielen Dank für die auch noch für die wertschätzende Bewertung meiner Fähigkeit. Ja. Ne? Ich mach platt, du machst Hochkultur, das habe ich getan. Sehr gut. Nichtsdestotrotz, aber das sind wir jetzt so ein bisschen Richtung Ende der Sendung. Gibt es hier immer noch die Frage, die uns damals. Martin, kennst du auch Philipp Detlefs? Der Radio Hannover und mittlerweile DPA, Rufer-Korrespondent in London, uns mal mit aufgegeben hat. Und es ist, Christian, das darfst du jetzt wieder erklären, nachdem ich unsere Sendung erklärt habe. Ach, ich mache immer so viel. Ist so ein Knoten im Kopf am Ende, ne? Ja, das sind halt so Songs. Also nennt uns mal Künstler oder Lieblingssong, für den ihr jetzt nicht unbedingt bei euren Kumpels sagen würdet, ey, hör mal hier, hör mal, das ist, aber ich liebe es. Ja? Und ich fange an. Damit ihr es einfach habt, mit den Guilty Pleasures. Heinz-Rudolf Kunze, ne? Danke, dass du das erwähnt hast. Der hat ein Album rausgebracht, Brille hieß das Ding. Und das Album, auf dem Album Brille ist der gleichnamige Song drauf. Und das ist ein Song, den habe ich früher hoch und runter gehört, hätte ich damals nie irgendjemandem vorgespielt, dass ich zu den Zeiten, in denen wir uns halt in diese Rock- und Hip-Hop-Fraktion verabschiedet haben, dass ich ein Kunze-Album da zu Hause stehen habe, was ich immer noch gerne habe. Den wollten wir übrigens auch mal hier in die Sendung einladen. Also das machen wir auch noch mal. Ist ein unheimlich großartiges Lied gewesen. Das habe ich aber nie jemandem vorgespielt. Martin, ich weiß jetzt, mit wem ich mich verabrede. Und Kunzeplatt. Das ist total super, das Lied. Und das Album könnte ich sogar theoretisch noch in irgendeiner Umzugskiste hinten haben. Wir müssen mal gucken. Ja, wir beide treffen uns nicht nur zum Tennisspielen, sondern auch zum Heinz-Rudolf Kunze-Song. Wir hören dabei Heinz-Rudolf Kunze. Das macht den ganzen Tennisladen. So sieht es nämlich aus. Ja, weißen Jeans. Aber Martin, weil du dich jetzt schon so vordrängelst. Ne? Ja. Bitte, deine Minute. Also lustig, weil du es sagst, also Heinz-Rudolf Kunze lustigerweise war mir damals gar nicht peinlich, weil ich mein damals bester Freund war, hat mich da überhaupt erst draufgebracht. Er war totaler Heinz-Rudolf Kunze-Fan und das war damals auch, da gab es ja noch so diesen Konkurrenzkampf zwischen Grönemeyer und Kunze, da warst du jetzt nicht total out mit, sondern das war schon akzeptiert, dass man das hörte. Man war ein bisschen merkwürdig, aber es war akzeptiert. Nee. Ging da so eine gewisse Intellektualität mit einher? Nein. Er hatte ja ganz viele Sprechtexte und die hat er ja immer so zwischengestreut bei seinen Konzerten. Die waren ja sehr politisch. Und das war in der Tat so, auch wenn man zum Beispiel eine Talkshow ansah, hätte ich mich für Herbert Grönemeyer immer geschämt, weil er ja so prollig, irgendwie ein bisschen doof, ja. Und Kunze war ja immer so der hat ja auch Lehramt studiert, immer so die etwas intellektuellere Version, ja. Aber das hat ihm natürlich irgendwann auch das Genick gebrochen, weil, ich meine, bei Grönemeyer stand ich irgendwann mal da in der Wuhlheide mit 100.000 und bei Kunze stand ich halt mit 7.000 oder so, ne. Das war halt irgendwann dann einfach mal so. Aber also das war jetzt nicht so peinlich. Aber lustigerweise, das, was ich nennen würde, passt mit etwas zusammen, was ich als Titel genommen hätte, beinahe, wenn meine Frau mich nicht auf eine bessere Idee gebracht hätte. Ich habe nämlich erst die Titelmusik von Miami Vice gehabt. Ah, geil. Jan Hammer. Weil ich gedacht habe, Sommer, 80er, weiße Jeans, das T-Shirt mit diesen drei Knöpfen bis hier unten. Tendenz zum Mittelscheitel. Sonnenbrille und ja, ich sehe nicht aus wie Don Johnson, aber ich könnte so aussehen. Natürlich. Und kaum einer hat es wie ich zu diesem komplett Irrsinn gebracht, sogar beide Don Johnson-Alben zu besitzen. Nämlich das Heartbeat-Album und das, ich glaube, das zweite war Let It Roll oder das, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich beide Alben auf Platte gekauft und war eine Zeit lang wirklich großer Don Johnson-Fan und der war auch gar kein so schlechter Sänger, muss man ehrlich sagen. Aber es ist ein bisschen peinlich, man muss es zugeben. Total witzig, weil ich Miami Vice hatte ich auch in der engeren Wahl hinten raus für Lieder, weil das ist so diese Miami und Hits und ich bin ein großer Fan von diesem Remake-Film mit
Jamie Foxx und... Ja, die habe ich gesehen, aber kommt denn wirklich jemand an John Johnson und... Nein. Und Crockett Tubbs ran? Der Soundtrack ist aber gut. Natürlich nicht, aber der Soundtrack ist die Bombe. Ja. Mit einem sensationellen Cover am Anfang von In the Air Tonight, ja, von dem alten Genesis-Klassiker. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Coverband dann heißt, aber das Stück ist gerade... Ich glaube, A100 oder sowas hieß die Band. Kann sein, ne? Das ist irgendwie sowas. Und Miami Vice, Martin, ist zwar witzig, war auch irgendwie, hatte ich auch voll mit drin und natürlich waren Crockett und Tubbs immer schon geil. Hashtag Ferrari Testarossa. Ja. Hashtag Polizistengehalt. Aber nur ganz kurz, dann lass uns gleich nochmal mit ein bisschen in der Zeit bleiben. Ich muss das nur einfach noch loswerden. Martin ist ja einer, also ich oute mich jetzt, das habe ich dir noch nie gesagt, du bist ja einer meiner Lieblingsmoderatoren von Live-Veranstaltungen im Business-Kontext. Und mein Wunsch wäre, dass du einmal dann, jetzt wo du dich geoutet hast, ich werde dich darauf festnageln, wenn ich das nächste Mal in Braunschweig irgendwo zuhöre oder so, dass du dann mit dem cremefarbenen Sakko stehst. Tu es für mich einfach nur, weil du das halt machst. Ja, aber Captain Future rennt ja mittlerweile auch um. Jemand hat mir das gesagt. Du könntest ja hingehen und sagen, jemand hat dir das gesagt. Und jemand hat mir das gekauft. Ich dachte, du forderst die weiße Jeans von mir. Ja, die auch. Das würde hier familiär zu schweren Verwerfungen führen, wenn ich das machen würde. Aber ich könnte es mir persönlich vorstellen. Ich wünsche mir von dir die weiße Diesel-Jeans, die das halt machen. Andreas, jetzt hast du lange genug Zeit gehabt. Hau mal raus. Was ist denn deine nie weitergegebene Empfehlung für einen Song an deine Freunde? Ich traue es mich jetzt irgendwie nicht zu sagen, Tanz auf dem Vulkan, von wem kommt der? Oh. Also es war peinlich. Ich habe die LP natürlich auch gekauft, auch wie eine Trophäe. Welche damals. Nummer? Hat keine mehr bekommen, irgendwann habe ich aufgegeben. Aber ich werde jetzt immer noch festnageln. Nee, aber ich hab die heimlich gekauft und Achtung, hier mal. Ach ja. Nina, ja. Okay. Genau. Muss man sich heute für schämen eher. Und passt ja auch hier so zu heiß und hitzefrei und Vulkan und so ein bisschen. Stimmt, im weitesten Sinne. Ich habe, also es ist auch wieder witzig, das ist so Nena, Sandra und so weiter, könnte ich auch, also Nena kann ich auch ganz wenig Songs neben 99 Luftballons. Ja. Und ein bisschen Frieden, das ist nicht mehr von Nena. Ein bisschen Frieden, also ich finde ein bisschen Frieden von Nena halt total peinlich. Das hat sie ja damals mit der Band von Münchner Freiheit gespielt. So bitte, Herr Budde, was hast denn du jetzt so am Start? Mir ist tatsächlich noch eins, was ich immer noch nennen wollte, was ich total abfeiere, seit es eine gute Freundin von mir mal in der Karaoke-Bar hier im Dublin Inn gesungen hat, nämlich vieles von Spandau Ballett. Oh, schön, ja. Gold zum Beispiel. Nein, furchtbar, grauenhaft. Ja, aber das ist ja, er mag es halt. Ne? Und Martin hat es ja nur nicht erzählt. Deswegen spiele ich es dir, aber habe ich es ja nie vorgespielt. Wenn wir abends besoffen vor der Kamera vor der Anlage gehangen haben. Das ist wie mein Hass-Song, A House in the Middle of the Street. Oh ja, Madness. Madness, ja. Und weiß, genau. Gab es eine Schülerin bei uns in der 6. Klasse, die während wir alle unsere Ranzen packten, am Ende der Stunde aufstand und sagt, House. Seitdem habe ich immer, wenn ich dieses Lied irgendwo höre, diese Stimme im Kopf und denke, das Lied ist, es war so furchtbar gesungen und das Lied ist aber auch so furchtbar. Da muss ich immer sofort den Sender wechseln. Ich finde, das darbt vor allem daran, dass, also wie viele von diesen Stücken, das einfach zu lang ist. Es hört nicht auf und wir denken immer so, okay, ganz witzig, kann ich mitsingen und dann hört das nie auf. Das dauert irgendwie gefühlt 12 Minuten. Es besteht halt hauptsächlich. Ich bin ja nach 3 Sekunden weg. Es besteht hauptsächlich nur aus Refrain, das ist der Trick, ne? Das ist so, ne? Ja. Es ist wie Fear and Loathing in Las Vegas, ich nie zu Ende geguckt habe, Madness, House in the Middle of the Street, nie zu Ende gehört. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber es mag sein, dass es tatsächlich nur noch Refrain ist am Ende. Christian? Aber nie zu Ende gehört heißt, dass wir aus unseren Statistiken, die wir hier so im Webcontrolling jetzt halt fahren, wissen, dass die Leute so nach über einer Stunde so dann geht ja der Mensch halt so richtig langsam, heiß werden. Werden die A richtig heiß und gehen dann woanders hin und hören bei YouTube auf zu gucken. Ich möchte gerne, dass die Sendung noch mit einmal nutzt es ein Wissen aus meiner Vorrecherchearbeit zu dem Song In the Heat of the Night von der wunderbaren Künstlerin Sandra zitieren. Martin, ich weiß nämlich nicht, wo das war. Am 30. November 1985, also am 8. Geburtstag meiner Schwester, führte Sandra den Song bei Peters Popshow vor einem internationalen Publikum auf. Ja? Das sind Sachen, die in Wikipedia stehen. Ne? Also da ist nichts mit Spotify oder irgendwas und nicht WDR und ZDF. Peters Popshow, Größen dieser Zeit. Der Abgesang für diese Show gehört wie immer dem Herrn Budde. Ich setze mich zurück und trinke mein Bier jetzt aus. Wann war das herrlich heute Abend? Bei mir ist es auch noch bemerkenswert. 23 Minuten habe ich noch, um zu labern. Hier hat sich nämlich auch richtig die Hitze geschaltet und es war eine Sendung voller Hitze, voller Emotionen, voller, ja, auch wieder so ein bisschen Schwelgen in der Vergangenheit. Das ist ganz witzig, dass alle,
alle irgendwie hitzefrei dann auch mit der Jugend und irgendwie dann mit der eigenen Jugend assoziieren und das gar nicht mehr so richtig in die heutige Zeit transportieren. Ich würde mal wirklich einen ernsthaft jungen Menschen fragen, was der dabei gesteuert hätte. Nichtsdestotrotz, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, liebe 100 Abonnenten, 104. Die uns 100, ja, es geht ab. Seit heute Morgen 4 dazu bekommen, die uns jetzt ermöglichen, bald einen Original-YouTube-Channel mit Namen, der nicht in irgendeinem 15-stelligen Buchstaben und Zahlensalat endet, haben zu dürfen. Lieber Zuschauer, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten, vielen Dank, dass ihr uns so lange wieder treu geblieben seid. Martin, Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr auch dabei geblieben seid bis zum Schluss. Es war für mich wieder eine sehr, sehr witzige Sendung und Superman, auch vielen Dank, dass du, der Man of Steel, dass du dabei gewesen bist. Das war Folge Nummer 23 aus Staffel 3 von Wunschwort FM. Das war die Folge Hitzefrei. Liebe Claudia, nochmal ganz herzlichen Dank für dieses tolle Wort, denn es hat uns alle wieder ein bisschen schwelgen lassen und deswegen wünsche ich euch allen einen schönen Abend und einen schönen Tag und was immer ihr jetzt macht nach dieser Folge. Macht's gut! Tschüss! Tschüss.